Hallo und herzlich willkommen zu Übungsblatt 5 und zum Thema Listen in Racket. Listen sind ganz allgemein ein grundlegendes Konzept in der Informatik, um Daten zu organisieren, finden sich auch in eigentlich allen gängigen Programmiersprachen, auch in Java. Wir werden aber erst einmal nur Listen in Racket betrachten, weil Listen in Java doch sehr viel komplizierter sind. Das heben wir uns dann für ein späteres Übungsblatt und entsprechenden Videos auf. Wir werden uns aber trotzdem Listen in Racket jetzt über Java hernähern, und zwar über Arrays, die wir ja schon kennen. Wir werden sehen, dass es gewisse Gemeinsamkeiten gibt, aber dass die Unterschiede dann letztendlich doch überwiegen. Listen finden Sie auf dem Übungsblatt an den verschiedensten Stellen. Ist ein grundlegendes Thema dieses Übungsblattes, zum Beispiel auch an dieser Stelle, nur beispielhaft ausgewählt. Sehen Sie, wie man Listen auf einfache Art und Weise in Racket konstruieren kann. Wir werden das gleich systematisch sehen, was hier eigentlich auf diesem Übungsblatt ist. Listen werden Sie sowohl in Racket als auch in Java auch in der Klausur wieder begegnen. Hier Listen in Racket, eine Teilaufgabe aus der Klausur im Frühjahr 2020. So, wie gesagt, wir nähern uns Listen in Racket über Arrays in Java. Und wie gesagt, wir werden gleich sehen, dass es gewisse Gemeinsamkeiten, aber auch sehr große Unterschiede gibt. Was Sie unten rechts sehen, ist eine sehr einfache Notation für ein gängiges, sehr häufig angewendetes Muster auf Arrays, nämlich Durchlauf durch alle Komponenten eines Arrays in Reihenfolge aufsteigender Indizes, um mit jedem einzelnen Komponente mehr oder weniger dasselbe zu machen. Dieses Muster ist so häufig in Programmen, in jeder Programmiersprache eigentlich, dass man sich bei der Entwicklung von Java entschieden hat, dafür eine verkürzte Notation der Vorschleife dann anzubieten, die Sie hier unten rechts sehen. Sie wissen aber auch, dass Arrays in Java eine andere Möglichkeit bieten, nämlich wahlfreien Zugriff, indem Sie einfach einen Index angeben und damit direkt lesend oder schreibend auf die Komponente an diesem Index zugreifen können. Genau das gibt es bei Listen in Java und überall sonst in der Informatik generell nicht. Sie können bei Listen, das ist sozusagen konstituierend für Listen in der Informatik, Sie können bei Listen immer nur auf das erste Element zugreifen. Dieses erste Element wird auch häufig Kopf der Liste genannt. Und mit dem Rest der Liste können Sie dann nur rekursiv einfach so weiter verfahren. Was das konkret heißt, werden wir gleich sehen. Aber bevor wir jetzt mit Listen etwas machen, sehen wir uns erstmal an, wie man Listen überhaupt konstruieren kann in Racket. Wir sind jetzt hier in Racket und schauen uns das jetzt im weiteren Verlauf dieses Videos nur noch mehr oder weniger für Racket an. Hier sehen Sie also, dass vier Konstanten definiert werden, wie wir das schon kennen. Und zwar sind diese Konstanten jetzt vom Typ Liste, genau gesagt vom Typ Liste von Zahlen, von ganzen Zahlen in diesem konkreten Beispiel. Natürlich gibt es auch Listen von anderen Typen, lassen sich Listen von anderen Typen bilden und es lassen sich auch Listen bilden, in denen die Typen der Elemente kunterbunt durcheinander gemischt sind. Das werden wir alles noch sehen, aber bis auf Weiteres bleiben wir erstmal bei Listen von ganzen Zahlen als einfaches Beispielmaterial, um uns grundlegende Dinge zu Listen anzusehen. Hier in der ersten Form mit der Funktion List, die kann beliebig viele Parameter bekommen und konstruiert eine Liste, liefert eine Liste als Ausdruck eine Liste zurück, deren Elemente genau die Parameter in genau dieser Reihenfolge sind. Das heißt also in List 1 ist jetzt eine Liste bestehend aus dem ersten Element 2, dem zweiten Element 5, dem dritten Element 3 und so weiter und so fort. Hier sehen Sie eine zweite Möglichkeit, wie man schon aus einer gegebenen Liste eine weitere Liste konstruieren kann, durch Kopie, nämlich das Ergebnis ist eine Kopie der ersten Liste dieses zweiten Parameters, aber noch vorne dieses Element angehängt. Das heißt also, in List 2 ist jetzt eine Liste drin, die besteht aus der Zahl 7 und als erstem Element, der Zahl 2 als zweitem Element, der Zahl 5 als drittem Element und so weiter und so fort. Und wenn wir das jetzt hier noch weiterführen, dann bekommen wir in List 4 schlussendlich eine Liste, die wir auch gleich mit der Funktion List so hätten bilden können.
Hier noch ein Detailpunkt, der wichtig sein wird für die Bildung von Listen rekursiv. Und zwar mit Cons können Sie auch einelementige Listen konstruieren. Dafür gibt es nicht nur dafür, aber unter anderem dafür gibt es die vordefinierte Konstante empty in Racket. Das ist einfach die leere Liste. Das heißt, dieser Ausdruck hier konstruiert eine Liste, eine einelementige Liste mit dem einzigen Element 2. So können wir jetzt auf eine derart gebildete Liste zugreifen. Sie sehen hier als Beispielmaterial nochmal dieselbe Liste, List 1 wie eben. Und mit den Funktionen First und Rest, die genau das machen, genau das zurückliefern, was die Namen besagen, können wir dann auf das erste Element der Liste zugreifen und auf die Restliste. Das heißt, auf eine Liste, Rest von List 1 liefert eine Liste zurück, die alle Elemente von List 1 enthält, außer dem allerersten. Das heißt also, First und Rest, wenn man so will, spalten die Liste auf in ein erstes Element und den Rest. Und das können wir jetzt verwenden, um rekursiv Listen, die Elemente einer Liste zu prozessieren. Und genau das müssen wir auch verwenden, denn andere Möglichkeiten haben wir hier nicht so richtig in Racket. Wir fangen an mit einem ganz einfachen kleinen Beispiel. Wir haben wieder als Eingabeliste, wir wollen eine Funktion schreiben, die als Eingabeparameter eine Liste von Zahlen hat. Und das Ergebnis dieser Funktion soll die Summe dieser Zahlen in dieser Liste sein. Und es bietet sich immer an, dass man sich zunächst einmal ohne Racket Code überlegt, was wir eigentlich da haben wollen, was das Ergebnis ist, rekursiv gedacht. Das haben wir mit mathematischen Formeln schon im Video Basics of Racket, von Racket gesehen. Zum Beispiel Fakultät, Binomialkoeffizient, Fibonacci-Zahlen haben wir zunächst einmal im mathematischen Kalkül rekursiv uns überlegt, beziehungsweise wir haben die Definition aus der Formelsammlung hergenommen und haben die dann erst in einem zweiten Schritt 1 zu 1 in Racket übersetzt. Hier haben wir jetzt keinen mathematischen Kalkül in diesem Beispiel, aber Umgangssprache. Wir überlegen uns hier oben erstmal umgangssprachlich, was heißt es denn, eine Liste von Zahlen, die Elemente aufzusummieren? Was heißt das, wenn wir rekursiv denken? Naja, da brauchen wir immer den Rekursionsabbruch, also den einfachen Fall, bei dem die Rekursion nicht weitergeht. Das ist bei Listen typischerweise der Fall, dass die Liste leer ist. Und in der Mathematik ist als Konvention definiert, die Summe über eine leere Menge von Summanden ist 0. Das ist nicht irgendwie willkürlich schikanös, sondern das ist eine sehr gut gewählte Definition, die eigentlich bisher überall an allen Ecken und Enden in der Mathematik, in der Informatik und in sonst wo gepasst hat und auch hier passt. So, wenn wir jetzt eine nicht leere Liste betrachten und wir haben nur die Möglichkeit, auf das erste Element zuzugreifen und die Restliste davon abzuspalten, also rekursiv denken, was heißt das? Was ist die Summe der Elemente einer Liste von Zahlen? Naja, wir haben das erste Element in der Hand. Das können wir addieren auf, worauf? Auf das Ergebnis der rekursiven Anwendung der Summenbildung auf die Restliste. Und genau das können wir jetzt hernehmen und in Racket übersetzen mit den Möglichkeiten, die Sie schon in den anderen Videos zu Racket gesehen haben. Hier kommt noch ein neuer Punkt hinzu. Empty-Fragezeichen ist eine boolesche Funktion. Also boolesche Funktionen werden ja in der Informatik auch Prädikate genannt, also ein Prädikat hat als Parameter eine Liste. Sollte als Parameter also eine Liste bekommen, wenn wir Empty-Fragezeichen verwenden und liefert True zurück, genau dann, wenn diese Liste leer ist. Sie erinnern sich, dass das Fragezeichen ein durchaus valides Zeichen in Racket innerhalb eines Identifiers ist und Sie erinnern sich, dass wir das schon anderswo in anderen Videos gesehen haben, dass das als Konvention verwendet wird in Racket, um Prädikate zu kennzeichnen als solche. Also Identifier mit Fragezeichen hinten sind nach Konvention Prädikate.
So, und wenn die Liste leer ist, können wir einfach 1 zu 1 von da oben aus der umgangssprachlichen Vorstellung hernehmen, soll 0 rauskommen. Und wenn die Liste ansonsten nicht leer ist, dann nehmen wir uns das erste Element her und addieren das. Worauf addieren wir das? Auf die Summe der Elemente der Restliste, die wir so rekursiv einfach hier hinschreiben. Und das ist jetzt die gesamte Funktion mit allem drum und dran. Also hier in der Mitte sehen Sie nochmal das Stück Code, das wir eben auf der letzten Folie erarbeitet haben. Jetzt auch der Kopf der Funktion, der Name der Funktion mit dem Parameter, define vorneweg, Klammer nicht vergessen, vorneweg, dann in Kommentaren der Typ der Funktion. Und Sie sehen jetzt hier, per Konvention schreibt man hin List of Number. Der Nutzer dieser Funktion sum sollte tunlichst eine Liste von Zahlen eingeben, damit diese Funktion das tut, was sie tun soll. Er kann natürlich alles Mögliche eingeben. Das wird dann erst zur Laufzeit geprüft. Und gegebenenfalls, wenn das eine Liste ist von irgendwelchen Elementen, für die kein Operator plus definiert ist, dann wird das Laufzeitsystem den Lauf des Programms mit einer entsprechenden Fehlermeldung abbrechen. Also, wir gehen davon aus, dass LST eine Liste von Zahlen ist. Hier ist der gesamte Code dafür. Und wir nutzen auch hier wieder die Möglichkeit, die wir schon gesehen haben, dass wir mit CheckExpect gleich an dieser Stelle schon eine Prüfung reinsetzen können, ob diese Funktion korrekt implementiert ist, ob sie da tatsächlich das tut, was sie soll. Und wir hatten schon gesehen, dass wir bei Rekursion immer die Randfälle abprüfen sollten. Der Randfall ist hier, dass die Liste leer ist und da soll 0 rauskommen. Und diese Liste ist so einfach strukturiert, dass man eigentlich sagen kann, wir brauchen gar nicht so viele Beispiele zusätzlich zum Randfall, vielleicht sogar nur so ein einziges. Und wenn dieses Beispiel korrekt ist, wenn hier also CheckExpect ruhig bleibt und das Programm nicht mit Fehlermeldung abbricht, dann können wir uns aufgrund der sehr einfachen Struktur dieser Funktion eigentlich recht sicher sein, dass diese Funktion korrekt implementiert ist. Wir werden später kompliziertere Fälle sehen. So, wenn wir jetzt also so einen Aufruf hinschreiben in Racket und ich der Einfachheit halber setze ich hier als Parameter einfach die Konstruktion einer Liste hinein. Es geht ja hier nur um die Illustration des Ganzen. Wenn wir so einen Aufruf also hinschreiben, dann können wir uns wieder anschauen, was dann intern bei der Auswertung gemacht wird, bis am Ende tatsächlich die Summe 12 herauskommt. Die Liste ist nicht leer, also ist die interne Auswertung das erste Element, die 5 plus rekursiv Summe der Restliste, auch hier wieder ist nicht leer, also erstes Element plus Summe der Restliste, auch hier wieder plus Summe der Restliste und so weiter, bis die Liste leer ist. Dann kommt 0 heraus, ist hier jetzt schon drauf addiert und Sie sehen, ab hier ist das ein ganz normaler Ausdruck, ein ganz normaler arithmetischer Ausdruck, der jetzt schrittweise gemäß den Klammerungen ausgewertet wird und am Ende zu dem richtigen Ergebnis kommt. Nächstes Beispiel. Dieses Beispiel ist jetzt ein bisschen komplizierter. Eben haben wir eine Liste reingegeben und eine Zahl herausbekommen. Jetzt wollen wir eine Liste reingeben und eine Liste herausbekommen. Auch ein typischer Fall, der häufig vorkommt in der Prozessierung von Datensequenzen. Und zwar dieses konkrete Beispiel ist so, wie gesagt, wieder eine Liste von Zahlen. Wir wollen für eine Eingabeliste von Zahlen eine Ergebnisliste herausbekommen, die genauso viele Elemente hat wie die Eingabeliste. Und an jeder Position der Liste soll bei der Ausgabeliste die Quadratwurzel von dem entsprechenden Element in der Eingabeliste sein. Und auch hier überlegen wir uns erstmal wieder, was das eigentlich rekursiv bedeutet in Umgangssprache. Wenn die Eingabeliste leer ist, der Grenzfall, bei dem Rekursionsabbruch stattfindet, dann soll die Ausgabeliste natürlich auch leer sein. Eine leere Menge von Zahlen produziert eine leere Menge von Quadratwurzeln. So, wenn jetzt also die Liste nicht leer ist, dann müssen wir uns wieder mit der Möglichkeit Zerlegung der Liste in erstes Element und Restliste überlegen, rekursiv, was das eigentlich ist, die Liste der Quadratwurzeln. Und das ist eigentlich auch nicht allzu schwer.
Die Liste der Quadratwurzeln ist die Quadratwurzel des ersten Elements plus die Quadratwurzeln der weiteren Elemente. Und die Quadratwurzeln der weiteren Elemente ist eben wieder, ergibt sich wieder durch einen rekursiven Aufruf. So dass wir also hier als Ergebnis das sehen. Hier vorne wieder das, was wir eben schon gesehen haben. Falls die Liste leer ist, soll etwas Einfaches rauskommen, in dem Fall eine leere Liste. Und ansonsten soll das erste Element hergenommen werden, Quadratwurzel genommen werden, vorne angehängt werden an die Quadratwurzeln der Restliste. Sie sehen hier, ich werde gleich auf der nächsten Folie dieser Funktion den Namen SquareRoots, SQRTS, geben. Und hier ist wieder die Funktion mit allem drum und dran. Hier, was wir eben auf der vorangegangenen Folie gesehen haben, den Rumpf der Funktion, den definierenden Ausdruck, der aus den Parametern den Wert der Funktion berechnet. Hier oben wieder den Kopf. Und Sie sehen hier, eine Liste von Zahlen kommt rein und irgendeine andere Liste von Zahlen kommt raus. Auch hier wieder nehmen wir uns den Randfall vor, um zu prüfen, ob da das korrekte Ergebnis von der Funktion berechnen wird. Und auch hier wieder, wie eben im ersten Beispiel, ist die Sachlage so, dass die Funktion eigentlich so einfach strukturiert ist, so einfach gebaut ist, ohne allzu viele Verzweigungen, dass es mal in die eine oder mal in die andere Richtung beim Durchlauf gehen kann. Einfach ziemlich mechanisch nur ein bestimmter Durchlauf schrittweise ist, dass man sagen kann, ja, wenn wir ein nicht triviales Beispiel, also ein Beispiel jenseits von den Randfällen, jenseits von diesem einen Randfall in diesem Beispiel betrachten, und das ist korrekt, dann sollte eigentlich nach menschlichem Ermessen jede andere Liste genauso korrekt bearbeitet werden. Und wir machen uns die Sache hier einfach, indem wir eine Liste von Quadratzahlen hernehmen und uns deshalb keine Probleme dann einfangen damit, dass Quadratwurzeln ja eigentlich, wenn es keine Quadratzahlen sind, dass Quadratwurzeln ja eigentlich nicht exakt darstellbar sind, sodass wir hier Probleme hätten, die Ergebnisse hier mit dem hier korrekt zu vergleichen. Auch hier wieder, wie kann man sich das vorstellen, dass das Ganze intern abläuft? Wir nehmen uns das Beispiel wieder her mit diesen drei Quadratzahlen. Diese Liste ist nicht leer, also ist das Ergebnis dieses Aufrufs gleich der Quadratwurzel des ersten Elements plus dem Ergebnis des rekursiven Aufrufs auf der Restliste. Auch wieder nicht leer, also wieder dasselbe, auch wieder nicht leer, also wieder dasselbe. Und jetzt kommen wir hier bei der leeren Liste nach drei Schritten an, nachdem wir die drei Elemente jeweils abgespalten haben als erstes Element und bekommen da leere Liste raus. Hier schon der Schritt, dass wir die Quadratwurzel von 64 genommen haben. Hier, das ist alles noch nicht ausgewertet in diesem Schritt. Als nächstes wird dann die Quadratwurzel von 9 ausgewertet. Ist das jetzt noch nicht ausgewertet? Und als letztes wird dann die Quadratwurzel von 36 ausgewertet und so bekommen wir das Gesamtergebnis heraus. So, drittes Beispiel. Dieses Beispiel ist jetzt etwas komplizierter. Bisher hatten wir ein Beispiel, wo wir aus einer Liste eine Zahl herausbekommen haben, zweite Beispiel, wo wir aus einer Liste durch Prozessierung jedes einzelnen Elements eine andere Liste gleicher Länge bekommen haben, wo jedes Element in der Eingabeliste in einer gewissen Beziehung steht zu dem entsprechenden Element der Ausgabeliste. Eine Filterung ist nochmal etwas anderes. Da nehmen wir uns eine Liste her und erstellen eine Kopie dieser Liste, aber nicht mit allen Elementen, sondern nur mit den Elementen, die diesen Filter passieren. Filter ist nochmal ein häufiges, gängiges Synonym eigentlich für Prädikat. Das heißt also, wir wenden auf jedes einzelne Element der Liste eine boolesche Funktion an, ein Prädikat und den Filter eben. Und wenn dieses Element den Filter passiert, dann soll es auch in der Ergebnisliste drin sein, ansonsten nicht. Und die Elemente in der Ergebnisliste sollen in derselben Reihenfolge sein wie in der Eingabeliste, diejenigen, die den Filter halt passieren. So, dann können wir uns jetzt erstmal ganz allgemein überlegen, wieder, was heißt das umgangssprachlich? Naja, wenn die Eingabeliste schon leer ist, wir nehmen in der gefilterten Liste ja nur Elemente heraus, dann kann die Ausgabeliste natürlich auch nur leer sein.
So, jetzt haben wir hier eine kleine Verkomplizierung gegenüber vorangegangenen Beispielen, nämlich eine Fallunterscheidung. Wenn das erste Element den Filter passiert, dann soll es natürlich in der gefilterten Liste, in der Ausgabeliste drin sein, plus die Elemente der Restliste, die den Filter passieren. Ansonsten soll das erste Element natürlich nicht drin sein, sondern nur die Elemente der Restliste, die den Filter passieren. So, und das schauen wir uns jetzt wieder gleich in Racket an. Hier sehen Sie wieder mit allem drum und dran die gesamte Funktion. So, hier oben sehen Sie den Typ, die Liste, die Eingabeliste. Wir implementieren hier eine spezielle Art von Filter, nämlich durch Vergleich. Es sollen in der Ausgabeliste alle Elemente der Eingabeliste drin sein, die kleiner als diesem Vergleichswert sind. Das heißt also, wenn ich hier in den Kopf der Funktion schaue, alle Elemente der Eingabeliste LST, die kleiner als dieser Vergleichswert X sind, sollen in der Ausgabeliste drin sein und die anderen nicht. Ich gehe hier von Number auf Real, weil auf komplexen Zahlen eine Vergleichsoperation nicht so ohne weiteres definiert ist. So, bevor wir jetzt uns die eigentliche Implementation ansehen, schauen wir nochmal runter nach CheckExpect. Und Sie sehen hier, dass CheckExpect neben seiner eigentlichen Funktion zu prüfen, ob die Funktion korrekt implementiert ist, noch eine zweite Funktion für menschliche Leser haben kann und haben sollte, nämlich, dass wir anhand von solchen Beispielen erklären können, dem Leser erklären können, was die Funktion jetzt genau macht. Das heißt, nicht nur die Kommentare sind hier vorhanden, damit jemand, der auf die Funktion draufschaut, jemand, der vielleicht diese Funktion verwenden will, dass der versteht, was gemeint ist, sondern auch noch solche Beispiele hier. Und diese Beispiele sind sozusagen geprüfte Beispiele, denn wenn dieses Beispiel inkorrekt wäre, aber die Funktion korrekt implementiert ist, dann würde ja auch wieder ein Abbruch mit Fehlermeldung passieren. So, schauen wir uns also hier nochmal in CheckExpect an, was herauskommen soll. Das ist die Eingabeliste, das ist der Vergleichswert, die 5. Die 2 ist kleiner als die 5, passt, ist in der Ausgabeliste. Die 7 ist nicht kleiner als die 5, ist nicht in der Ausgabeliste. Die 5 ist nicht kleiner als die 5, nicht in der Ausgabeliste. Die 3 ist wieder, die 6 nicht. So, gehen wir nochmal die Implementation durch. Hier das oben kennen wir schon. Wenn die Liste leer ist, soll die gefilterte Liste natürlich auch leer sein. Hatten wir schon geklärt. So, hier ist diese Fallunterscheidung, die wir eben umgangssprachlich uns angeschaut haben. Wenn das erste Element den Filter passiert, wenn also das erste Element kleiner als der Vergleichswert x ist, dann soll das erste Element vorne an der Ergebnisliste dran sein. Und ansonsten soll natürlich der Filter auf die Restliste hinten angehängt werden. Und ansonsten, falls das erste Element den Filter nicht passiert, soll nur der Filter auf die Restliste als Ergebnis herauskommen. An dieser Stelle ist es sehr sinnvoll, nochmal etwas Grundsätzliches hier nochmal zu betonen. Das ist gerade bei dieser Funktion Filter nochmal wichtig. Diese gefilterte Liste hat physisch nichts zu tun mit der Eingabeliste. Ja, das ist eine Kopie der Eingabeliste, bei der halt nicht alle Elemente wirklich kopiert worden sind, sondern nur bestimmte. Das ist dahinter steht eine grundsätzliche Sichtweise, die sich deutlich von der Sichtweise bei objektorientierten Sprachen wie Java unterscheidet. Wir haben in einer funktionalen Sprache wie Racket keine Objekte, sondern nur Werte. Wie das Ganze intern realisiert ist, ja, was da in Dr. Racket beim Ablauf tatsächlich passiert, interessiert uns hier nicht. Was uns allein interessiert ist, wie für uns als Racket-Programmierer das Modell aussieht, wie wir mit dem wir zurechtkommen müssen, wenn wir in Racket irgendwas programmieren wollen. So, wir haben schon gesehen, dass Werte immer Konstante sind, nie Variable. Das heißt also,
dieser Gedanke, dass wir da einen Speicherplatz haben, wo ein Wert drinsteht, den wir da auch immer wieder überschreiben können, diesen Gedanken haben wir gar nicht erst. Wir haben nur Konstanten und bei Konstanten müssen wir uns nicht vorstellen, dass da irgendein Speicherplatz ist. Und wie eben bei Filter oder auch bei diesen Beispielen hier, es sind immer nur Werte werden immer kopiert. Sie haben hier zwei verschiedene Kopien desselben, mit demselben, desselben Wertes. Und das bedeutet bei Listen, zum Beispiel bei dem Filter eben auch, dass die gefilterte Ausgabeliste eine unvollständige Kopie ist, wo jeder einzelne Wert, jedes einzelne Element einfach kopiert worden ist. Das hat zum Beispiel Konsequenzen in solchen Situationen wie hier, wie Sie sie hier angedeutet sehen, mit einem rein illustrativ gemeinten Beispiel. Nämlich, Sie haben hier eine Liste und einen Filter für diese Liste als zwei Parameter irgendeiner Funktion. Und egal, was diese Funktion macht, diese Liste hier hat physisch nichts mit dieser Liste zu tun. Das sind zwei physisch disjunkte Listen. Das ist hier eine unvollständige Kopie dieser Liste. Und das bedeutet, was immer diese Funktion hier mit diesen beiden Listen macht, das, was man mit der einen Liste macht, hat keine Konsequenzen für die andere Liste. So, wir hatten gesagt, das ist jetzt eine kompliziertere Situation. Wir haben jetzt hier eine Verzweigung drin bei jedem einzelnen Element, das sich als erstes Element in einem rekursiven Aufruf angeschaut wird, haben wir eine Verzweigung drin, ob dieses Element reingenommen wird oder ob es nicht reingenommen wird. Insofern ist es sinnvoll, mehr Fälle zu betrachten als nur einen Fall, als nur einen nicht trivialen Fall jenseits der Randfälle. Und das tun wir hier beispielsweise in diesem Fa in, auf dieser Folie. Das ist nochmal das erste Check-Expect, das wir schon gesehen haben. Es macht durchaus Sinn, auch jetzt andere Arten von Fällen, von, wenn man so will, von Randfällen zu betrachten. Zum Beispiel, dass wir eine Liste reingeben, die, wo sämtliche Elemente rausgefiltert werden. Und dann prüfen wir hier ab, ob das Ergebnis wirklich empty ist oder den sozusagen entgegengesetzten Grenzfall, dass sämtliche Elemente den Filter passieren. Und dann prüfen wir ab, ob wirklich die Eingabeliste gleich der Ausgabeliste ist. Und wir prüfen vielleicht auch noch mal, spielen vielleicht noch mal ein bisschen mit den Zahlenwerten rum, um sicherzugehen, dass da nichts anbrennt. Und so, und natürlich den Randfall, den prüfen wir weiterhin mit ab. Den eigentlichen Randfall, in dem Rekursionsabbruch stattfindet. So, jetzt eine andere Schreibweise für Verzweigung. Wir hatten eben mit Verzweigung bisher immer so ein If-Konstrukt gesehen. Und Sie wissen ja auch aus Java, dass es etwas mühselig ist, wenn man mehr als zwei Fälle hat. Wir haben es eben auch noch mal gesehen bei der Implementation von Less Than Only, dass wir da zwei ineinander geschachtelte If-Konstrukte hatten. Da gibt es dann eine Möglichkeit der Abkürzung, die wir uns hier kurz anschauen, die wir dann auch weiterverwenden werden. Hier haben wir der Gesamtaus, also die runden Klammern hier draußen sind für die gesamte Funktion. Diese runden Klammern hier und hier geschlossen sind für diesen Cont-Ausdruck. Steht für irgendwas wie Condition oder Conditional. Und was Sie hier sehen, dann da drin sind in eckigen Klammern verschiedene Fälle jeweils, wo abgefragt wird als erstes, was ist dieser Fall? Und zweitens, was soll denn das Ergebnis der Funktion Less Than Only in diesem Fall sein? So, dann können wir uns also angucken, was ist dieser Fall? Der Fall ist, dass die Liste leer ist. Dann soll das Ergebnis der Funktion die leere Liste sein, wie gehabt. Der zweite Fall ist, dass das erste Element kleiner x ist. Dann soll, wie wir es eben auch schon gesehen haben mit if-Konstrukten, das erste Element vorne in der Ergebnisliste vorkommen. Und der dritte Fall, da können wir einfach else hinschreiben. Jeder andere Fall als diese Fälle soll dann eben nur die Restliste gefiltert herauskommen, ohne das erste Element. So dass wir jetzt nochmal
jetzt nicht mit if-Konstrukten, sondern mit diesem cont-Ausdruck nochmal gegenüberstellen. Wie haben wir das Ganze am eingangs umgangssprachlich formuliert? Wie sieht das jetzt hier nicht in Racket aus mit einem Konstausdruck? Und Sie sehen, dass das eigentlich wieder eine 1:1 Übersetzung aus der Umgangssprache in den Racket-Code ist, wobei ich hier sehe, wenn ich das richtig sehe, sind der Fall 2 und der Fall 3 unten vertauscht gegenüber oben, aber das macht ja nichts. Nächstes Beispiel, etwas komplizierter wieder. Wir betrachten jetzt zwei Listen anstelle von einer Liste nur. Und zwar wollen wir sind immer noch bei Zahlenlisten, wollen wir feststellen, ob es irgendeine Position gibt, an der beide Listen dasselbe Element enthalten. Ja? Ob das erste, also es soll true herauskommen als Ergebnis dieser Funktion, wenn das erste Element in beiden Listen identisch ist oder wenn das zweite Element in beiden Listen identisch ist oder wenn das dritte Element in beiden identisch ist und so weiter und so fort, ist natürlich inklusiv oder gemeint. Also es dürfen auch an zwei Positionen oder an mehr Positionen Elemente identisch sein und die Listen dürfen auch unterschiedlich lang sein. Ja, wir können eine Liste der Länge 3 und eine Liste der Länge 5 haben beispielsweise, dann sind nur diese ersten drei Positionen relevant, weil es zur Position 4 und Position 5 in der zweiten Liste eben gar keine Entsprechung in der ersten Liste gibt. So, hier muss man sich das genauer überlegen, was eigentlich die Randfälle sind. Also, wenn wir dahin kommen, dass mindestens eine der beiden Listen leer ist, wenn wir rekursiv dahin kommen, dass mindestens eine der beiden Listen leer ist, ja, wenn die beiden unterschiedlich lang sind, dann ist ja nur, würde ja dann nur, wenn Sie sich das vorstellen, rekursiv immer weiter runter zu gehen, wird ja eine Liste leer sein, bevor die andere Liste leer ist. Dann kann natürlich keine Position mehr dasselbe Element enthalten, denn eine der beiden Listen enthält gar keine Position mehr. Wenn die beiden Listen gleich lang sind, dann würden wir bei beiden zum gleichen Zeitpunkt sozusagen ankommen, aber das fällt ebenfalls unter diesen ersten Fall. So, wenn wir hingegen feststellen, dass, wenn wir uns das erste Element ansehen von beiden Listen, andere Elemente können wir uns ja gar nicht ansehen, wenn wir feststellen, dass das erste Element in beiden Listen gleich ist, dann wissen wir, das Ergebnis muss true sein, egal was in den Restlisten drin steckt. Und wenn beide Fälle nicht auftreten, wir haben also zwei nicht leere Listen, wo das erste Element, wo an Position 1 in beiden Listen unterschiedliche Werte stehen, dann müssen halt die beiden Restlisten entscheiden, ob am Ende insgesamt true oder false rauskommt. Das ist umgangssprachlich dann in diesem Fall die rekursive Denke, die wir hier anwenden müssen, um zu beschreiben, was ist das eigentlich, was bedeutet das denn eigentlich rekursiv, dass zwei Listen an irgendeiner, mindestens einer Position dasselbe Element enthalten. So, hier sehen Sie oben dann diese Funktion definiert. Wir bekommen also zwei Listen hinein, Listen von Zahlen und geben einen Boolean zurück, nämlich ob wir eine Position gefunden haben mit demselben Element oder nicht. Und bekommen also hier diese beiden Parameter, List 1 und List 2, und prüfen jetzt gemäß der umgangssprachlichen Formulierung eben ab, wenn die eine Liste leer ist oder die andere Liste leer ist, wenn eine der beiden Listen leer ist, dann soll false herauskommen. Wir hätten diese beiden Fälle natürlich auch mit OR, mit dem booleschen Funktion OR, zusammenfügen können zu einem Fall, das ist eigentlich Jacke wie Hose. So, der weitere nächste Fall, den wir in der sprachlichen Formulierung identifiziert hatten, war der, dass an erster Position in beiden Listen dasselbe steht. Dann haben wir eine Position gefunden, an der dasselbe steht und wir können ruhigen Gewissens true zurückliefern, egal was in den Restlisten noch drin ist. Und der dritte Fall ist eben, wir haben zwei nicht leere Listen mit unterschiedlichen Werten an der ersten Position und da hatten wir schon gesagt, dann entscheiden eben die beiden Restlisten. So, dann können wir, auch hier haben wir wieder eine komplexere Situation, wo es sich anbietet, mehrere Check-Expect anzugeben, zum Beispiel eine
ein Paar von Listen mit gleicher Länge, wo True herauskommen soll, hier die dritte Position. Und ein Beispiel mit zwei Listen gleicher Länge, wo False herauskommen soll, weil eben an keiner einzigen Position derselbe Wert steht. Hier ein Beispiel, wo die erste Liste länger als die zweite ist. Ein Beispiel, wo die zweite Liste länger als die erste ist. Das müsste man eigentlich, wenn man auf der sicheren Seite sein will, noch ein bisschen fortsetzen. Jetzt haben wir hier mit zwei ungleich langen Listen nur jeweils den Fall geprüft, wenn False rauskommt. Wir müssten dann auch noch prüfen, ob True herauskommt und vielleicht unsere Fantasie noch ein bisschen spielen lassen, um noch das eine oder andere nachzuprüfen, um wirklich ruhigen Gewissens sicher zu sein, dass diese Funktion korrekt implementiert ist. Also Sie sehen, es wird nur ein bisschen komplizierter in der Implementation, aber wir werden schon wesentlich mehr zu prüfen haben dadurch. Hier sehen Sie nochmal die Auswertung bei den ersten beiden Fällen von CheckExpect, die wir eben gesehen haben. Zwei Listen, die eine gemeinsame Position, also die einen selben Wert haben an einer Position, nämlich an der dritten Position. Hier ist erst einmal die erste Position ungleich. Die Restliste, dann sind hier nochmal die ersten Positionen ungleich und hier sind die ersten beiden Positionen in der übrig gebliebenen Restliste gleich. Es kommt deshalb true heraus. Hier sind die ersten Elemente an der ersten Position ungleich. Hier sind sie ungleich. Hier sind sie ungleich. Das heißt also, es kommt am Ende eine leere Liste. Beide Listen sind leer. Eine von den beiden wird geprüft, ob sie leer ist. In dem ersten Fall im Cont. Und dementsprechend kommt False heraus. So, jetzt fangen wir zum ersten Mal an, eine Liste, die nicht eine Liste von Zahlen ist. Und mit der machen wir exakt dasselbe wie eben. Denn diese Logik zu prüfen, ob zwei Listen an irgendeiner Position denselben Wert haben, das ist ja überhaupt nicht an Zahlen gebunden. Das kann man für jeden anderen Typ genauso machen. Zum Beispiel für den Typ, den wir schon gesehen haben in Basics von Racket, den Typ Symbol. Ich habe hier jetzt zwei Listen, die jeweils aus drei Symbolen bestehen und Sie sehen ganz hinten, so wie in dem Zahlenbeispiel eben, gibt es tatsächlich denselben Wert hier in beiden Listen, in der letzten Position. Das heißt, wir haben jetzt hier nicht Liste von Zahlen, sondern Listen von Symbolen, so typischerweise notiert im Kommentar. Und jetzt können wir das Ganze einfach übersetzen, so wie wir es eben mit Zahlen gesehen haben, können wir das jetzt hier mit Symbolen machen, wobei ich mir hier die Freiheit nehme, das, was ich eben nur gesagt habe, die beiden Fälle, dass die eine Liste leer ist oder die andere Liste leer ist, habe ich jetzt tatsächlich durch OR zu einem Fall zusammengefasst. Und Sie sehen hier, die Gleichheit muss auf Symbolebene sein, das heißt, ob hier kommt True heraus und damit insgesamt in diesem Fall True heraus, wenn das erste Element und das von beiden Listen jeweils ein Symbol ist und wenn diese beiden Symbole gleich sind und ansonsten ist alles dasselbe. Hier kommen gar keine Zahlen oder Symbole mehr vor. Die Restlisten entscheiden, wenn das erste Element in beiden Listen nicht schon ein True liefert. Und hier sehen Sie jetzt ein Beispiel dafür, was ich auch angekündigt habe, dass man jetzt beliebig aus Elementen, dass man eine Liste haben kann, die aus be Elementen beliebigen Typs kunterbunt durcheinander gemischt bestehen kann. Und das kann man auch schon hier mit List schon so einrichten. Hier ein Symbol, eine Zahl, eine Struktur, ein boolscher Wert und nochmal eine Zahl. Und das wird typischerweise so ausgedrückt, List of Any, mit Any groß. Damit wird ausgesagt, dass diese Liste, die hier eingegeben wird, einfach, dass da keine Vorgaben sind, welchen Typ die einzelnen Elemente haben sollen. Es gibt auch nicht die Vorgabe, dass alle Elemente denselben Typ haben sollen. So. Was machen wir hier? Wir prüfen einfach nach, ob die Liste, wie viele Elemente diese Liste hat. Und dafür ist es auch vollkommen egal, ob das eine Liste von Zahlen ist oder eine Liste von
Symbolen oder eine Liste von Studierenden oder eine Liste von Boolean oder was auch immer. Wir können hier einfach List of Any reinsetzen und dann kann der Nutzer dieser Funktion, dann weiß der Nutzer dieser Funktion, er kann hier so eine gemischte Liste reinsetzen, wie wir es hier oben sehen. Oder er kann auch eine Liste von Zahlen reinsetzen oder eine Liste von Symbolen oder was auch immer. Vollkommen egal, er kann jede Art von Liste reinsetzen mit beliebigen Typen von Elementen und diese Funktion wird dann funktionieren, denn Sie sehen hier, wir greifen hier gar nicht auf die Elemente zu. Und deshalb ist es auch vollkommen egal, von welchem Typ die einzelnen Elemente sind. Wir zählen hier einfach nur durch, wie viele Elemente diese Liste hat. Eine leere Liste hat 0 Elemente und eine nicht leere Liste hat so viele Elemente, wie die Restliste hat, plus 1. Anderes Beispiel mit einer kunterbunt gemischten Liste ist, wir wollen jetzt wieder einen Filter haben, aber jetzt einen anderen Filter als bisher. Bisher hatten wir nur gesehen, einen Filter auf einer Zahlenliste mit einer arithmetischen Vergleichsoperation als Filter. Jetzt ein anderes Beispiel, wir haben jetzt eine beliebig kunterbunt durchgemischte Liste und ab jetzt wollen wir das mal etwas förmlicher, nicht mehr kunterbunt durchmischt nennen, sondern wir wollen es eine heterogene Liste nennen. Homogene Listen sind also Listen, beispielsweise Liste von Zahlen, Liste von Symbolen, wo alle Elemente denselben Typ haben. Heterogene Listen sind Listen, die auch unterschiedliche Typen haben können. Ja, man kann sich darüber streiten, ob man jetzt homogene Listen als Spezialfall von heterogenen Listen sieht oder als Gegensatz zu heterogenen Listen. Das heißt also, ob eine homogene Liste auch heterogen ist oder ob heterogene Listen nur dann von der heterogenen Liste nur dann gesprochen werden soll, wenn es tatsächlich mindestens zwei verschiedene Typen in der Liste gibt, muss man halt, wenn man davon spricht, darauf achten, dass der Adressat das auch genau so versteht, wie man es gemeint hat. Also, wir wollen jetzt hier eine Liste herausfiltern, nur von den Studierenden, von dieser Student-Struktur, nur von diesen Studierenden. Alle anderen Elemente, die von anderen Typen sind, sollen weggefiltert werden. Und die Logik ist wieder dieselbe wie eben bei dem Zahlenfilter, nämlich wenn die Eingabeliste schon leer ist, dann ist natürlich die gefilterte Liste erst recht leer. Und wenn das erste Element den Filter passiert, also in diesem Fall vom Typ Student ist, soll es in der Ergebnisliste drin sein, sonst soll es nicht in der Ergebnisliste drin sein. Und was sonst noch in der Ergebnisliste drin sein soll, ist natürlich in jedem der beiden Fälle der Filter der Restliste. Und hier sehen Sie oben diese Implementation und es ist instruktiv, das zu vergleichen mit dem Filter, den wir schon vorher hatten. Denn wenn Sie hinschauen, dann sehen Sie, dass es bis auf kleine Details exakt identisch ist. Hier haben wir den Filter, dass die Zahl, das erste Element kleiner als der Vergleichswert x ist. Hier haben wir den Filter, dass das erste Element vom Typ Student ist. Ansonsten die Logik ist dieselbe. Erstes Element mit der Filterung des Restes. Hier erstes Element mit der Filterung des Restes, beziehungsweise wenn das erste Element nicht den Filter passiert, dann entsprechend jeweils nur die Filterung des Restes. Also die Struktur ist dieselbe und wir werden in einem späteren Video zu einem späteren Übungsblatt sehen, wie man das implementieren kann, dass es nur einmal implementiert ist, dass es nur eine Implementation einer solchen Filterung einer Liste gibt, die wir dann einmal spezialisieren können, um alle Studierenden aus einer heterogenen Liste herauszufiltern, wie oben, oder zum anderen Mal so spezialisieren kann, dass sie etwa wie Less Than Only funktioniert. So, zum Schluss dieses Kapitels, dieses Videos noch ein wichtiges Muster, wie man mit Listen umgehen kann, was sehr häufig gebräuchlich ist, was sehr häufig gute Dienste leistet. Und der Fachbegriff dazu lautet Akkumulator. Und das hier, was Sie hier sehen, ist die Beispielanwendung, die zu diesem Begriff Akkumulator geführt hat. Sie können jetzt wieder, wir hatten schon gesagt, CheckExpect kann auch dazu dienen, um zu erklären, wie eine Funktion funktioniert. Das nutzen wir jetzt hier aus. Also eine einelementige Funktion, eine einelementige Liste soll einfach diese einelementige Liste als Ergebnis liefern durch die Anwendung von List of Sums.
So, was passiert mit einer mehrelementigen Liste? Da sehen Sie schon, hier unten nochmal auseinandergefiddelt. Das erste Element übernommen. Das zweite Element der Ausgabeliste ist das erste Element der Ausgabeliste plus das zweite Element der Ausgabeliste. Das dritte Element der Eingabeliste, Entschuldigung. Das dritte Element der Eingabe. Nein, nochmal. Das dritte Element der Ausgabeliste ist die Summe der ersten drei Elemente der Eingabeliste. Das vierte Element der Ausgabeliste ist die Summe der ersten vier Elemente der Eingabeliste. Und so weiter und so fort. Wenn wir jetzt noch eine längere Liste hätten, würde das entsprechend nach dieser Logik so weitergehen. So, bevor wir uns an den Code heranwagen in Racket, schauen wir uns aber an, wie wir uns das vorstellen, dass das Ganze dann tatsächlich abläuft. Bis jetzt haben wir die Abläufe bei Ausführung des Programms immer hinterher uns angeschaut, nachdem wir uns den Code angeschaut haben. Aber hier wagen wir uns erst an den Code heran, wenn wir uns erstmal den Ablauf vorher angeschaut haben. Sie sehen hier, kommt dieses Ergebnis am Ende heraus und Sie sehen hier, so nach und nach wird dieses Ergebnis dann aufgebaut von hinten nach vorne. So, wir rufen also List of Sums auf mit so einer Eingabeliste und wir werden jetzt gleich sehen, wir haben schon mal local gesehen, das heißt also, Sie können lokal eine Funktion in einer anderen Funktion definieren und das machen wir uns zunutze, indem wir lokal in List of Sums eine Funktion mit diesem zungenbrecherischen Namen hier definieren. Und Sie sehen hier, was diese Funktion leisten soll. Wir rufen sie auf mit dem ersten Element hier und mit der Restliste hier. Und in jedem rekursiven Aufruf von dieser lokalen Funktion wird immer ein Element vorne weggenommen, also immer nur die Restliste genommen. Und dieses Element wird dann hier im zweiten Parameter drauf addiert. Hier genauso, die 13 wird von hier nach hier weggenommen und wird hier auf den zweiten Parameter drauf addiert. Die 47 wird weggenommen, wird hier auf den zweiten Parameter drauf addiert, sodass Sie am Ende hier in der untersten Rekursionsstufe die 69 haben. In der untersten Rekursionsstufe bilden wir dann eine Ergebnisliste nur mit dieser 69. Auf dieser Stufe der Rekursion mit dieser lokalen Funktion fügen wir dann die 22 wieder hinzu, auf dieser Stufe die 9 und auf dieser Stufe die 2 und enthalten damit die gewünschte Liste. So, und das ist der Code dafür. Erst einmal hier wieder nichts Problematisches. Eine Liste von Zahlen wird eingegeben, eine Liste von Zahlen wird ausgegeben. Die Eingabeliste, wir haben jetzt eine Vorbedingung, die Eingabeliste darf nicht leer sein, sonst wird das ein bisschen schwierig, das erste Element der Ausgabeliste zu definieren. Hier habe ich mir das jetzt aus Platzgründen gespart, genau hinzuschreiben, genau zu spezifizieren, was die Rückgabe ist. Sie haben an dem Beispiel gesehen, was die Rückgabe sein soll, nämlich, dass an jeder Position der Ausgabeliste die Summe der Elemente in der Eingabeliste von der ersten bis zu dieser Position drinstehen soll. So, wir haben jetzt hier also mit der Eingabeliste hier den Local-Ausdruck wieder, wie wir ihn schon bei Basics of Racket in diesem Video kennengelernt haben. Und da definieren wir diese Liste, die macht eigentlich die Hauptarbeit. Wir rufen, wie wir das eben gesehen haben, rufen wir diese Funktion auf mit der Restliste als ersten Parameter und mit dem ersten Element als zweiten Parameter. Und was passiert da jetzt? Wir kriegen also hier einen ersten Parameter rein, das ist die Liste und den Akkumulator, da wo wir gesehen haben, dass die Summe akkumuliert wird von rekursivem Aufruf zu nächsten rekursiven Aufruf. Und wenn die Liste leer ist, dann haben wir gesehen, in unserem Beispiel sollte die 69 als einelementige Liste rauskommen, das machen wir hier. Und wenn die Liste nicht leer ist, dann addieren wir das erste Element auf den Akkumulator drauf, wie wir es gesehen haben, und schmeißen dieses erste Element aus der Restliste heraus. Und damit sind wir mit diesem Beispiel fertig. Wir sehen, dass es also
durchaus schwierig werden kann, wenn man selbst relativ einfache Aufgaben lösen will, das in dieser Logik Listen mit Rekursion dann umzusetzen.